Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Sagen Sie, sind Sie schon mal aus dem Rahmen gefallen oder gab es Dinge in Ihrem Leben, die den Rahmen gesprengt haben? Oder läuft alles im Rahmen des Möglichen? Es ist ja manchmal gut und stimmt einen ruhig, wenn alles im Rahmen ist. Aber wissen Sie, was wir letzte Woche gefeiert haben? Ostern. Dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, das sprengt jeden Rahmen. Und im Judentum ist es üblich, in einer Wenn-schon-denn-schon-Kategorie zu denken. Wenn Jesus schon dem Tod die Macht genommen hat, dann kann er schon auch mir aus meinen 1000 Toten heraushelfen, die ich täglich sterbe. Ich wünsche Ihnen, dass nach Ostern nichts mehr im Rahmen des Möglichen bleibt, sondern Sie neu den Rahmen des Unmöglichen wahrnehmen. Es ist viel mehr möglich, als du denkst. Das dürfte die Botschaft auch eine Woche nach Ostern sein. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen zusammen beginnen mit dem Osterlied. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ist er uns am dritten Tag auf dem Weg?
Lassen Sie uns miteinander Psalm 22 beten. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend der Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, in unseren Tagen und unseren Nächten klopfst du an die Tür, um uns für die Wirklichkeit des lebendigen Gottes zu öffnen. Du sagst zu uns, warum machst du dir Sorgen? Höre lieber auf die Vögel am Himmel, betrachte die Blumen des Feldes. Bist du nicht viel mehr wert als sie? In deinem Gebet vertraue mir alles an. Wirf auf mich, was dich belastet, sagst du zu mir. Du, Christus, kümmerst dich um alles, was uns Sorgen macht. Du, der Auferstandene, begleitest jeden von uns. Du bist da. Du schenkst dein Vertrauen. Du lässt niemanden im Stich. Dafür danken wir dir und das feiern wir im Gottesdienst. Amen. Ich möchte Ihnen gerne erzählen, wie es nach Ostern weiterging. Ich möchte dies tun mit Bildern von Rien Portvliet aus dem Buch Er war einer von uns und mit Texten von Friedrich Maisinger. Jesus erschien seinen Jüngern. Friede sei mit euch. Herzen sind zerrissen zwischen Glaube und Zweifel. Ich will Jesus anfassen. Ich will fühlen, ob er ist. Aufatmen, strahlen, lachen. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus versteht Zweifelnde. Eine großartige Chance für Thomas. Er darf Jesus sehen, ihn anrühren, mit ihm reden und doch selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Zurück zum See, zu Booten und Netzen. Es wird wieder Alltag. Die Hoffnung ist hin. Da kommt er zu ihnen, gibt sich zu erkennen und lässt sie neu hoffen und abermals staunen, und feiert mit ihnen und stillt ihren Hunger. Es ist der Herr. Petrus zog das Netz an Land voll großer Fische. 153. Der Himmel ist offen für jeden, der glaubt. Er geht nun zum Vater, lässt uns auf Erden nicht einsam zurück, verspricht uns den Tröster. Er hebt seine Hände, ein letzter Segen, in Vollmacht gesprochen, erfüllt sie mit Freude. Er gibt uns den Auftrag, mache zu Jüngern, und gibt das Versprechen, dann bin ich bei euch. Der Himmel ist offen für jeden, der glaubt.
eine Woche nach Ostern. In diese Welt ist ein Licht gekommen und dieses Licht möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben. Ich möchte Ihnen dieses Licht mit auf den Weg geben durch Texte von Andrea Schwarz, Hoffnungstexte aus ihrem Buch »Eigentlich ist Ostern ganz anders«. Dazu möchte ich Ihnen Bilder zeigen des Berliner Künstlers Rainer Balfanz. Und Sie hören immer wieder Musik von meinem Pianisten Michael Gundlach und Lieder von uns. Zu nah dran. Wenn ich zu nah dran bin, zu sehr drin bin, verliere ich mich. Dann wird es in mir klein, eng, unfrei. Dann wird es Zeit, einen Schritt zurückzugehen, dem Kleinen seinen Platz im Großen zu geben, um das zu finden, was wirklich wichtig ist. Und ich würde mich freuen, Sie heute begleiten zu dürfen bei der Suche nach dem, was wirklich wichtig ist. Nur, wenn du es wirklich willst. Nur wenn du es wirklich willst, bin ich gerne für dich da. Bitte fühl dich völlig frei, du allein bestimmst, wie nah. Ohne Wenn und ohne Aber, kein Du sollst oder Du musst, ob nur Stunden oder Tage, das entscheidest Du bewusst. Auch wenn Dir der Staub der Straße schwer an Hand und Füßen klebt, Du auf deinem Weg beschwerlich nur noch ganz, ganz langsam gehst, will ich dir ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter sein, will ich dir ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter sein. Das, was du gerade brauchst, will ich dir von Herzen geben, will auf vieles auch verzichten, wenn es dir hilft aufzuleben. Bitte sei dir nicht zu schade, für die Hilfe nicht zu stolz, bald bist du wieder gefragt, dass du anderen helfen sollst. Auch wenn dir der Staub der Straße schwer an Hand und Füßen klebt, du auf deinem Weg beschwerlich nur noch ganz, ganz langsam gehst, will ich dir ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter sein, will ich dir ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter sein. Wir wollen miteinander fragen, was das Beste für dich ist. Werden miteinander suchen, bis dein Herz zufrieden ist. Dürfen füreinander beten, nichts liegt nur in unserer Hand. Bitten Gott um seinen Segen, der uns beiden dienen kann. Auch wenn dir der Staub der Straße schwer an Hand und Füßen klebt,
Du auf deinem Weg beschwerlich nur noch ganz, ganz langsam gehst, will ich dir ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter sein. Will ich dir ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter sein. Endlich leben. Wir gehen unserer Sehnsucht nach und finden den rechten Weg nicht. Wir misstrauen dem Aufbruch und bleiben sitzen. Du aber, du kommst uns entgegen. Du gehst uns nach. Und mehr noch. Du gehst mit. Du gibst dich uns, um uns ganz nahe zu sein. Du machst dich klein, um in uns hineinzupassen. Du wirst Mensch, damit wir Gott begreifen können, um uns aus der Enge unseres Lebens in die Weite hinauszuführen, damit wir leben, endlich leben. Sei guten Mutes dabei, nimm dir selber so viel, wie du anderen gibst. Du kannst sie nur lieben, wenn du dich selber liebst. Höre ab und zu die Stimme deines Innern und versuche sie als guten Freund zu sehen. Manchmal will sie uns ganz liebevoll erinnern, wenn wir uns vor lauter anderen übersehen. Du bist ein Weltverbesserer in allen Ehren, deshalb darfst du dich nie aus dem Sinn verlieren. Bitte denke an dich und gönn dir Gutes dabei. Fühle dich frei, sei guten Mutes dabei, nimm dir selber so viel, wie du anderen gibst. Du kannst sie nur lieben, wenn du dich selber liebst. Mach dich nie alleine auf die weite Reise, geh nur dann, wenn du dir wirklich sicher bist.
unsichtbar begleitet und die Hilfe ist. Du bist ein Weltverbesserer in allen Ehren. Deshalb darfst du dich nie aus dem Sinn verlieren. Bitte denke an dich und gönn dir Gutes dabei. Bitte fühle dich frei, sei gut und Mutes dabei. Nimm dir selber so viel, wie du anderen gibst. Du kannst sie nur lieben, wenn du dich selber liebst. Ich fühle mich Gott verlassen. Und da sind die Tränen. Und da ist die Angst. Und da bleibt Einsamkeit. Und ich würde gerne wissen und muss doch aushalten. Gehen Schritt für Schritt. Die Vorläufigkeit leben. Das Ziel nicht sehen. Mich hingeben an das Leben. Im Vertrauen, du. Im Vertrauen, du bist dabei. Du bist da. Unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich werd mit dir durch reißende Fluten gehen. Und du wirst darin niemals untergehen. Ich werd mit dir durch verzehrendes Feuer gehen. Und du wirst darin niemals zugrunde gehen. Von Anfang an bist du mir aufgeladen. In aller Ewigkeit will ich dich tragen. Auf deiner Seite. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin. Thank you.
brauchst nicht das Unmögliche möglich zu machen. Du brauchst nicht über deine Möglichkeiten zu leben. Du brauchst dich nicht zu ängstigen. Du brauchst nicht alles zu tun. Du brauchst keine Wunder zu vollbringen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst nicht zu genügen. Du brauchst Erwartungen an dich nicht zu entsprechen. Du brauchst keine Rolle zu spielen. Du brauchst nicht immer kraftvoll zu sein. Und du brauchst nicht alleine zu gehen. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Sei ganz unbesorgt, weil ich dich treu begleite. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich werd mit dir durch endlose Wüsten gehen. Und du wirst darin niemals verloren gehen. Ich werd mit dir durch die schwierigsten Zeiten gehen. Und du wirst daraus irgendwann auferstehen. Von Anfang an bist du mir aufgeladen. In alle Ewigkeit will ich dich tragen. Ich möchte Sie einladen zum Gebet miteinander und füreinander. Und Sie wissen, es gibt auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de eine Rubrik, wo Sie Ihre Gebetsanliegen uns mitteilen dürfen. Gerne auch die Gebetserhörungen. Wir beten für Sie. Jürgen hat Folgendes geschrieben: Wir haben Probleme in der Familie. Mein Bruder ist depressiv und kann mit Gott nichts anfangen, obwohl ich weiß, dass er ihm helfen kann. Mein anderer Bruder ist kühl und reserviert und hat sich mit meiner Mutter überworfen. Wann erhört Gott mich, dass alles wieder ins Lot kommt? Ich bete jeden Tag, aber leider tut sich nichts. Jürgen und seine Familie wollen wir ins Fürbittengebet einschließen und für seine Familie beten. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Die Kräfte des Todes dürfen uns nicht lähmen, auch nicht die Familie von Jürgen. In deiner österlichen Kraft lass uns unterstützen, was der Hoffnung und dem Leben dient. Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden. Wir bitten dich für die Alleingelassenen und Verzweifelten. Wir bitten dich auch für Jürgen und seine Familie. Wecke in ihnen die Hoffnung auf wahres Leben. Wecke in uns allen die Liebe zueinander, denn die Liebe überwindet Angst und Tod.
Und so beten wir miteinander, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Vergessen Sie nicht, Christus sprengt unsere Rahmen bei mir und bei Ihnen in Ihrer Welt. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben möchten, freuen wir uns auf Ihre Post, auf Ihre Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort gibt es Informationen rund um unsere Arbeit. Sie können die Predigten herunterladen und Sie können Postkarten bestellen, mit denen Sie noch viele andere auf diese Sendung einstimmen und einladen können. Der Fernsehgottesdienst kostet uns viel Geld. Schauen Sie, so viel Spenden in etwa haben wir. Die Hälfte unserer Kosten sind gedeckt.
Aber monatlich brauchen wir ca. 10.000 Euro, um unsere Kosten zu decken. Das heißt, genau die Hälfte fehlt uns noch. Dürfen wir Sie bitten, uns zu helfen, dass auch der Rest monatlich noch zusammenkommt? Prüfen Sie Ihre Möglichkeiten, wie Sie uns weiterhin oder zum ersten Mal unterstützen können. Wir bitten Sie ganz, ganz herzlich darum. Je weniger Spenden wir haben, desto häufiger müssen wir Wiederholungen einsetzen. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich träume davon, ohne Wiederholungen zu leben, wirklich jeden Sonntag mit Ihnen aufs Neue Gottesdienst zu feiern. Bitte helfen Sie uns. Vielen Dank. Wir haben ein kleines Geschenk für Sie vorbereitet. Wenn Sie sich heute das erste Mal bei uns melden, egal wie, mit einem Gästebucheintrag oder per Mail oder per Telefon, erhalten Sie von uns die CD-Card mit dem neuen Lied zur Jahreslosung 2011. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Wir sehen uns doch hoffentlich wieder. Sonntags um 8.30 Uhr oder um 14 Uhr, mittwochs um 24 Uhr, freitags um 6 Uhr und samstags um 12 Uhr. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig in allem, was ihr tut oder lasst. In allem, was euch gelingt oder nicht gelingt, sei er euch ein gnädiger Gott. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hinter den Fernsehgottesdiensten Stunde des Höchsten stehen die Zieglerschen. Das ist ein diakonisches Unternehmen mit langer Tradition. Über 3000 Mitarbeitende sind bei uns beschäftigt. Wir alle möchten anderen Menschen helfen, dass sie ein erfülltes Leben haben. Das tun wir in ganz verschiedenen Arbeitsbereichen. Wir möchten Ihnen einen Einblick gewähren, wer wir sind, wo wir sind und was wir tun. Seit fast 200 Jahren kümmern sich die Zieglerschen im württembergischen Wilhelmsdorf um hilfesuchende Menschen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe mutiger und engagierter Christen. Inzwischen sind die Zieglerschen zu einer großen diakonischen Einrichtung geworden. Fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 6000 Hilfesuchende. Freut ihr euch schon? Fliegen? Hast du ein bisschen Herzklopfen? In unseren Seniorenzentren finden alte Menschen eine neue Heimat. Viele von ihnen sind hochbetagt oder schwer demenzkrank. Der richtige Ansprechpartner sind wir aber auch für junge Menschen, etwa mit schwierigem sozialen Hintergrund. Mit Wertschätzung und Kompetenz geben wir Starthilfe für ein gelingendes Leben. Suchtkranke Menschen finden bei uns Begleiter auf dem Weg in eine freie und zufriedene Zukunft. Auch Menschen mit Behinderung sind bei den Zieglerschen zu Hause. Sie erfahren fördernde Betreuung und treffen Freunde fürs Leben. Kinder und Jugendliche mit Hörsprachproblemen betreuen wir vom Kindergarten an. Viele Therapieangebote und Spezialschulen machen sie zu mutigen Menschen, die das Leben zu meistern wissen. Bei den Zieglerschen tragen die Menschen das Herz am rechten Fleck. Genauso ist Ihre Unterstützung bei uns am richtigen Ort. Danke, dass Sie uns helfen, diese Arbeit zu tun. Mehr Informationen über uns bekommen Sie auf unserer Homepage www.zieglersche.de oder rufen Sie uns an. Nun wünsche ich Ihnen eine von Gott gesegnete Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Gott befohlen.